Ah, und sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. 3-1 heißt es also jetzt. Ballverlust PSG. Jetzt der Steilpass. Spielt den Ball in den freien Raum. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Der Ball geht nicht rein. Nein, das Aluminium verhindert hier das sichere Tor. Was für eine Szene. Achraf Hakimi. Verratti. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Er versucht's. Tolle Parade hier von Donnarumma. Kroos mit der Hereingabe. Die Hereingabe von Vinicius Junior. Ah, den muss er besser erklären. Toni Kroos. Kein Problem für den Torhüter. Da konnte er sogar stehen bleiben. Da zieht er ab. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sie holen sich den Ball. Ball weiter im Spiel, könnte durchaus gefährlich werden. Klasse Einsatz. Die Flanke für Mbappé. Aber dann gelingt es ihnen doch nicht, etwas Zählbares aus diesem Angriff mitzunehmen. Ballverlust Real Madrid. Das könnte es sein. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Es gibt Vorteil nach Fauler Messi. Steilpass kommt nicht an. Abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Tolles Spiel bislang von Benzema. Der ist richtig. Mit einer klaren Führung von Real Madrid gehen wir nun wieder hinein in dieses Spiel. Die zweite Hälfte kann losgehen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Hakimi. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Sie können kontern. Ball bei Lionel Messi. Ja, weg ist der Ball. In den freien Raum. Tor. Und jetzt gehen sie hier wohl dem Sieg entgegen. Führung jetzt also 3 Tore. Was geht noch für Real? 3 Tore Vorsprung haben sie schon, aber sie wirken heute wirklich torhungrig. Toni Kroos jetzt. Und Karim Benzema. Und der Ballverlust. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Und Verratti. Achraf Hakimi. PSG mit der Ecke. Neymar mit der Ecke. Gefährlich jetzt.
Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Mbappé mit der Flanke jetzt. Das Tor, Volley genommen. Ganz starke Szene. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war... Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Ball kurz gespielt. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf. Karim Benzema. Und er gewinnt den Zweikampf. Und jetzt Verratti. Karim Benzema. Rodrigo! Gehalten. Macht er gut. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Gutes Tackling hier. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. Luka Modric. Hoher Steilpass jetzt. Sieht gut aus. Er nimmt den Volley. Was für ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Seitfallzieher. Nochmal der Blick auf dieses Tor. Ausgangspunkt ist dieser Heber von Luka Modric. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Mbappé. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Rodrigo. Gute Chance. Sie haben immer noch den Ball. Ah, das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Wirklich torreich, wie es heute zugeht. 6:2. Vinicius Junior. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da zahlt sich das frühe Stören aus, Ballgewinn. Ganz stark. Mbappé. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Mit der Flanke suchen sie Messi. Da hätte mehr draus werden können. Sah gut aus. Gut den Ball abgefangen. Vorteil für PSG. Das ist jetzt eine Chance. Die Chance. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Und nun Verratti. Nun Lionel Messi.
Der Ballverlust durch Mbappé. Das könnte die Gelegenheit geben. Kein Tor nach dieser vielversprechenden Aktion. Da waren sie durch. Nur den Keeper noch vor sich, aber nicht drin. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Und hier wird es jetzt zwei. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Drin ist der Ball, alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Da freut er sich. Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. So, damit ist diese Partie also zu Ende. Und für Paris Saint-Germain ist es hier...